Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Irgendwie versuch 4 oder 5 heute sinnvoll was aufzunehmen. Ich hoffe, jetzt klappt endlich mal was. Also, New Pokémon Snap. Heute hoffentlich mal ohne Überhitzung. Eine neue Switch ist da. Wenn das Ding auch direkt überhitzt, dann muss ich ganz weit los. Im Moment sind die Ränder noch so riesig, sodass ich gefühlt einen halben Screen nicht sehe. Yay, werde ich aber nochmal irgendwann ändern. So, letztes Mal haben wir die Lumina-Kugeln für die ganze Wasserstrandregion hier bekommen und werden die jetzt noch ein bisschen weiter nutzen. Ich werde nebenbei einfach mal, denke ich, ein bisschen drüber labern, was heute schon wieder für eine Scheiße abgegangen ist bisher. So, das da drüben sieht komisch aus, aber yay. Ne, es ist, ich habe wie gesagt mehr als genug Versuche gebraucht, um effektiv was aufzunehmen hier. Erst habe ich 2 New Super Mario Bros. Wii Speedruns versucht, die aber so schrecklich waren, da wollte nichts funktionieren. Nein! Sonst hätte ich ihn nicht gequittet. Und hör auf jetzt zu Trash-Talken, Junge. Ich hab schon scheiß Laune genug durch den ganzen Bullshit. Dann, hab ich mir gedacht, ich lasse den Scheiß heute und nehme stattdessen das Game hier auf. Musste ich aber erstmal die Speicherdaten runterladen von der anderen Switch rüber. Was übrigens bei Let's Go Evoli nicht geht, was das Ganze sehr praktisch zum Aufnehmen macht. Was habe ich dann gemacht? Ja. Verpiss dich. Ja, habe ich versucht, die Speicherdaten runterzuladen. Nicht genug Speicherplatz. Lecker. Musste ich erstmal da noch was freimachen. Natürlich hat es auch nicht gesagt irgendwie, du hast zu wenig Speicherplatz oder so. Das hat einfach den Download der Speicherdaten gestartet und abgebrochen. Es war viel Spaß heute. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal irgendwie was aufnehmen kann, ohne größere Probleme. Ansonsten muss ich ganz weit los. So, mein Aimbot kickt wieder. Friss. Der Aimbot. So. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade schon nervlich. Perfekt drauf, könnte man sagen. Und versuche einfach nur noch jetzt irgendwie noch 2 sinnvolle Videos zu produzieren. 1 pro Channel. So, da ist das Flunschlick rausgekommen. Da ist ein Haufen Alola-Raichu. Ah, hätte ich das Kokowai First Try getroffen, wäre ich einfach der Beste. So, da ist noch ein Flunschlick. Perfekt. Das Ding wird erst in der Nacht reagieren. Boah, jetzt dreh dich doch nicht weg. Scheiß Teil. Ja. Ich glaube, das erste war besser. Nein, das war das Beste vermutlich. Joi. So, das müsste auch decent gewesen sein. Und dann haben wir diese Runde durch.
Boah, ich rede jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich hoffe einfach, dass ich noch gescheit ein bisschen was hinbekomme. Ihr merkt schon, es kommt im Moment ja auch nicht so viel auf den Channel. Ich komme einfach nicht dazu, so viel aufzunehmen. Die Valros-Edition kommt noch regulär. Die soll auch wirklich das Hauptprojekt sein und bleiben. Dafür kommt halt nicht mehr so viel nebenbei. Ja, obwohl habe ich schon Einser? Nein. Bei Kokowai habe ich noch kein Zweier, nehme ich das. Bluebella habe ich noch kein Einser. Die sind eh alle eins. Nehme ich mal das. Raichu hatte ich allgemein noch gar nicht. Ja, das ist das Beste. Die sind alle nicht so gut wie das aus dem ersten Gebiet. Zwei Sterne Octillery habe ich noch nicht. Maromai wird nicht besser werden. Ah, da fehlt mir theoretisch auch noch das Einer. Die Einer sind nur so scheiße. Ich will lieber das nehmen. Ja, und dann haben wir noch einen Busch. So. Ich versuche das mit Smash dann später mal. Wenn das da auch nicht schlimm ist, lasse ich vielleicht den Rahmen auch so. Dann habt ihr keine schwarzen Ränder, joi. So, bisschen Punkte. Ja, das ist ganz gut, das Pikachu. Das Raichu ist gut, da kannst du mir nichts sagen. Ja, auf Platin habe ich schon gehofft. Oder Diamant oder was auch immer das darstellen soll, aber... So, Gufa definitiv besser. Octillery gut. Okay, das Machomai ist besser. Ah, okay, stimmt. Die sind alle nur drei Sterne, die ich sonst habe. Yo, das läuft auch. Ja, bin halt auf jeden Fall froh, dass ich jetzt wahrscheinlich mal wieder aufnehmen kann, ohne die ganze Zeit, das ist überhitzt. Smash Bros. Spiele ich privat, sage ich mal, also Competitive immer noch auf der alten Switch. Aufnehmen werde ich es aber auch auf der neuen. Und dann passt alles. Im Handheld überhitzt das auch nicht, das alte Ding, zumindest bei Smash Bros. Und das ist ja alles, was für mich dann wichtig ist. So, wir gehen dann, würde ich sagen, nochmal unter Wasser. Und gucken, was wir hier geschissen bekommen. Und nebenbei checke ich mal Discord, weil ich es kann. Und gehe dann ganz schnell wieder von Discord runter, wenn ich sehe, was da schon wieder abgeht. Was macht der Junge? Ja, das sieht ganz weird aus, das Pelipper. Ha, gehittet. Irgendwie juckt das Carpador einfach der Apfel nicht. So, was gibt's hier alles Neues? Hier drüben, die Felsen sind noch da. Jui. Weiter geht's. Ach stimmt, wir haben ja auch noch das Ding. Ich vergesse die ganze Zeit, dass die Flöte auch was ist, das existiert. So, dann haben wir da ein bisschen was gemacht. Der Aimbot sitzt wieder nicht. Guck nicht so. Ja, das war jetzt schon zu sehr hinter der Pflanze. Ah, diese ganzen Wasserpflanzen stören.
verstecken sich gefühlt die Pokémon so sehr. Macht es schwierig, gute Fotos zu schießen. Mal gucken, jetzt kommen wir in den Bereich mit weniger von den Dingern. Ist das eigentlich irgendwie Umweltverschmutzung, was ich hier gerade mache? Ich meine, ich glaube nicht, dass so viele Äpfel ins Meer gehören. Wo wir gerade von Äpfeln reden, ey Digga. Naja, ginge besser. So, gehittet, Joey. Ja, das Foto war jetzt nicht zu krass. So, aha, da hinten haben wir was Neues. Wummer. So, was geht hier sonst so ab? Ich weiß, dass die sich jetzt versuchen, gegenseitig zu erschießen. Oh, das war, glaube ich, schön. Und da verpisst sich das eine Ding auch. So. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen länger unter Wasser. Der Schatten da sieht interessant aus. Ist ja ein Tentoxa, wie wir wissen. Sieht trotzdem toll aus, der Schatten. Und ja, vielleicht kriegen wir noch ein ganz gutes Tentoxa-Bild hin. Los, mach was, Arbeitssklave. Ich bin genauso Naturschützer wie viele, die Safari machen. Beweg dich, du Haufen Scheiße. Mach was Lustiges. Schade. Tierfreund Günther wieder am Start. Pokémon sind keine Tiere, die kann man missbrauchen, was? Gute Moral wieder hier vermittelt. So, dann mal gucken. Es sind 3 Sterne, Pilippa. Ah, die sind alle scheiße, die Fotos. Escapador juckt's halt einfach gar nicht. Davon habe ich eh nur 1. Hier habe ich auch 3er. Die 3er sehen nur irgendwie alle trash. Ah, okay, nee, das nicht. Ja, das ist besser als das andere, denke ich. Das habe ich keine große Wahl. 2 Sterne habe ich noch nicht. Das Foto ist eigentlich scheiße, aber gönn dir. 1 Stern Baldorfisch habe ich noch nicht. 3 schon, also machen wir den. So, hier will ich schon. Das da. Und ja, die wollten nicht arbeiten, dementsprechend werde ich ihnen wohl den nicht vorhandenen Lohn kürzen müssen. So, Pilippa ist nicht so gut. Ja, überrascht mich nicht. Carpador ist besser, oder? Ja, das ist über 4000. Es ist nicht besser. Ja, ich wollte sagen, relativ even ist auch relativ even. Beide nicht gut. Komm, das ist doch ein gutes Foto. Ja! Und das ist auf jeden Fall besser als das andere. Beide nicht so toll. Aber offensichtlich mag er das Rechte lieber. Ja, das ist einfach bad.
Das ist okay, also mindestens Gold hatte ich schon erwartet. Aber komm dafür, das ist doch ein richtig geiles Foto. Ja, 4-6. Ja, das hätte sogar noch fast 4000 gegeben, what the fuck. So. Hier bekommen wir dann noch ein paar Punkte. Ich habe 1000 Fotos geschossen. Paar Designs. Und wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Denn die Steine da am Anfang sind tatsächlich keine Dekoration. Auch wenn das euch jetzt vielleicht überraschen mag. Oh, guck mal. Da vorne ist jetzt eines der Wummer. Ich schätze, das, was verloren hat. Oh, du kleiner Keck! Ja, Ich meine, ich habe diese Strecke jetzt nicht nochmal gemacht, weil ich theoretisch wusste, dass ein Wummer jetzt zufällig hier chillt und seine Aggressionen an den Felsen auslässt. Aber hey, wir können da jetzt lang. Wer hätte denn das nur ahnen können? Ab geht's. Neues Gebiet. Ja, wenn man das nicht weiß, kann's tricky sein. Aber eigentlich, das zählt für vieles in dem Spiel. Hui. So, hier geht's dann ein bisschen tiefer, schätze ich. So, dann mal ein bisschen hier hitten. Da drüben. Hier, die Wände sehen echt cool aus. Die Wände sehen sehr nice aus. Ja, okay, das ist... Och, du Keck, lass dich doch treffen. Das da drüben war nur irgendeine Wasserpflanze. Ich dachte kurz, das war ein Pokémon. Arbeite. Irgendwie wollen die nicht mehr. Ich meine, Es könnte tatsächlich sein. Ich meine, ich nehme oft genug für irgendwelche Walross-Edition oder so Bilder vom Sternenhimmel als Hintergrund. Vielleicht nehme ich dann irgendwann einfach das Bild von der Wand, die ich gerade fotografiert habe. Einfach der Pfeife, Digga. Ich ziehe einfach noch einen Nutzen draus. Yay. So, die Quabbel sind ganz schöne Keks. Kann bitte noch mal eins ins Sichtfeld kommen? Kann bitte noch mal eins ins Sichtfeld kommen? Ich brauche ein Foto. Danke. So. Hier, Digga, da kann mir auch keiner was sagen. Wenn man das so ranzoomt, das kann ich doch auch als Foto für einen Sternhimmelersatz nehmen. Habe ich mal wieder ein neues Motiv. Ich nutze einfach das Spiel hier aus. So. Jo, das Ding buddelt im Boden und das fühlen sie alle. Krass. Hier kommt man theoretisch mit einer Sidequest hin, von der ich nicht weiß, ob wir sie machen werden. Allgemein, ich wäre eigentlich ganz... Ja, ich weiß. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich die machen werde. Ich bin langsam ganz froh, vielleicht mal ein, zwei Projekte loszuwerden. Und das Spiel hier ist halt auch nicht lang. Ich kann es jetzt endlich gescheit aufnehmen und muss nicht alle 15 Minuten Cut setzen.
Ach, das soll ein Perlu sein. Und... Ja, über das Foto freust du dich, Digga. Man sieht da nichts drauf. So, hier sind nochmal Wheelie. Da ist Tactus. Beginn mal zu leuchten, danke. So, das hat keinen Bock zu reagieren. Hier ist ein random Gefäß. So, wir sind jetzt auch in einer Art Unterwasserruinen. Ah, schwimm doch nicht so weit von dem anderen Vieh weg. Ja, das ist stabil. So, kann ich hier noch einen Felsen scannen? Mann, krass. Kann ich dich irgendwie wecken? Beweg dich! Geht hier hinten irgendwo noch irgendwas ab, während ich warte, dass das Viech sich schneller bewegt? Ich mach's nur langsamer. Los! Speed Boost! Nimm deine Drogen, das ist gesund! Fun Fact, Drogen sind nicht gesund. Wollte ich nur noch mal dazu erwähnen. Ja, hab eh fast keine Fotos mehr. So, noch ein bisschen behinderte Soundkulisse gegen Ende, um auch ja die Ruhe der Unterwasserlebewesen zu stören. Und weiter. Mann, bin ich freundlich. So. Ich hab nochmal einen Pelipper, das nicht viel bringen wird. Carpador, das nicht so gut ist. Hier eine Gruppe von den Viechern. Hier definitiv eines. Das ist stabil. Drei habe ich hier halt schon, deswegen nehme ich das da. Ja, die Sklaven wollen mal wieder nicht arbeiten. Ich weiß zwar nicht, wie ich da 2-Sterne-Tentoxer bekommen habe, aber das ist schön. Das hier am ersten. Das hier. Well. Tolles Foto, ich weiß. Das ist sehr mittig, da kann er mir nichts sagen. Scheiße, ich hab vergessen. Obwohl, nee, das mit der Wand kann ich ja nicht so auswählen. Das muss ich gleich dem Album hinzufügen. Okay, deutlich schlechter. Ja, das ist nicht gut, aber es sind 3 Sterne. So, das ist aber doch gut. Das sind keine 4K? Ich meine, ja, es ist mein Glück. Das sind 3960 ungefähr, aber trotzdem. Das ist aber nice, oder? So, Quabbel nochmal. Das guckt halt ein bisschen weg, aber sonst ist es doch decent, ja. 4-5 nehme ich. Ja, 1000 Maximum. Das gibt noch 2,5K, woher? Och komm, ey, ich hasse es, so 3,971. So. Dann am Grund des Meeres. Tolles Foto. Übrigens, Neuigkeiten. So, ich würde aber gerne eben dieses Foto hier. Das fühle ich.
Das kann ich geil als Hintergrund missbrauchen und das hier vielleicht auch. Dann zum Basiscamp. Und ich sehe gerade, wir sind ja schon fertig mit der Folge. Wir sind ja schon auf 25 Minuten, uff. Ich dachte, ich könnte noch die neue Ankündigung machen. Hast du schon wieder irgendwas Besonderes gemacht? Der Professor analysiert gerade total aufgeregt deine Daten. Professor, hast du was Interessantes entdeckt? Ja. Ich denke schon. Am Meeresboden gab es wieder Ruinen, nicht wahr? Es scheint tatsächlich ein Zusammenhang zwischen ihnen und den Lumina-Pokémon zu bestehen. Der erneute Energieanstieg ist ganz eindeutig. Es kam aus den Tiefen des Meeres, einem Ort jenseits der Ruinen. Ah, das erklärt, warum es Captain Vince vor 100 Jahren nicht geschafft hat, dorthin zu kommen. Aber mit dem Neo One ist das kein Problem. Ich verlasse mich auf euch. Ja, neuer Lumina-Spot. Aber... Yay, 100 Apfelmedaillen. Also, dann würde ich mal sagen, wir gucken noch kurz ins Online rein. Kannst du da draußen dein Video mal leiser stellen? So. Und damit war es das auch mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Ja, da bekomme ich halt ein paar für dem seine Favoriten. Kann ich den Satz noch ändern? Oh mein Gott. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und schau natürlich Like und ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat.